Die Regenbogen. Wetterschule. Dass in einer Gewitterwolke viel los ist, weißt du ja schon. Damit es blitzt und donnert, muss aber erst Energie entstehen. Lasst uns mal näher in die Wolke schauen. Stell dir vor, in der Wolke steigt eine große Party und alle Regentropfen und Eiskörner feiern mit. Das kann ganz schön eng werden. Durch den Wind werden die Tropfen und Eiskörner ständig durch die Wolke gewirbelt. Und wenn sie sich treffen, dann reiben sie sich aneinander. Bei so viel Reibung wird die Wolke elektrisch aufgeladen. Sie lädt sich so lange auf, bis die Energie als Blitz zu Erde rast und ein lauter Knall entsteht. Eigentlich passiert das gleichzeitig, aber das Licht von Blitz ist unglaublich schnell. Du siehst also immer zuerst den Blitz und hörst den Donner dann etwas später.